Ja, Mensch, ein später Gast noch, jetzt schon nach 21 Uhr, kam jetzt noch mit dem Notfall rein. Schieben wir auch noch hin, machen wir auch noch dazwischen. Tommy macht doch keinen Feierabend. So ist das hier. War gerade bei der Inspektion. Und was ist passiert? War gerade bei der Inspektion bei. Ist ja nagelneu. Nagelneu. Das hier ist abgefallen. Ist jetzt kein großes Ding, aber man muss es natürlich demontieren dafür. Man kann es jetzt nicht hier so und einfach aufzaubern. Zeigen wir euch mal, wie das funktioniert, wie das abfallen kann. Das muss jemand vergessen haben oder muss irgendwas vergessen haben zu schließen oder irgendwie. Also hier noch, wenn ihr keine Angst vor Kameras habt, könnt ihr auch zugucken. Also, ja, weil dann kannst du nämlich gleich mal sehen, wie man es macht, wenn falls dir jetzt nochmal passiert oder so. Aber ich Wichtig, zeige. damit er weiß. Naja, dann musst du nicht jedes Mal hin, Ja, weil das meine ich ja. Das wenn das war nämlich. unterwegs passiert, wir zeigen es halt auch für alle anderen YouTuber so. Deswegen Ja. machen wir mal so kleine Videos. Aber zuerst erstmal Aber hängst du die vielleicht. Ja, Bremse. genau, ich gucke mal. Erstmal hängt man die Bremse aus. Ne? So, wisst ihr, Genau, ja, das weiß ich. wie Ja, so. genau. Dann öffnet man hier, ist ja kein, das mache ich nur, damit ich mich nicht stoße. Ja. Hier ist ja kein Bremsanker dran, deswegen brauchst du hier keinen Bremsanker lösen. Für eine Rücktrittbremse hast du ja Freilaufnahme. Also löst du den hier, die Achsmutter. Also ich muss das ganze Rad abmachen, ne? Man muss es rausnehmen dafür. Ja. Dann löst man die Achsmutter. Ja. Und das war heute bei der Inspektion oder so? Das war heute bei der Heute. Inspektion. Und dann hat es im fünften Gang immer noch so ein bisschen. Alle haben Warum ist gesagt, der das nicht ist gleich hin? normal. Ja, hier. Du hast Wie gesagt, das ist hier? okay. Du bist alle. Guck mal, die hält dich für den Namen der Der Welt, Name für der das Welt ist Ultimo. hier. Mann, das war ein Mann. Kompliment. Sie Ja, schreit auch und. ständig, oh Gott, und ich sage immer, nein, Gino, ich Ah, ich bin außer Dienst. So, jetzt hängt das Tütestück hier. Muss ich mal. So, einmal kurz Okay. schlagen. Dann hängt ihr das einfach so hier ein. Den Das müssen ist wir mitnehmen auf unserer Reise. Wir fahren am Wochenende 3 Wochen weg. Die Variante für Vorder. Jetzt kannst du gucken auf der Seite hier. Soll ich mal näher? Also Ja, komm mal rum. 1,50 Weil Abstand. das ist natürlich. Ja, 1,50 Abstand ist unmöglich. Funktioniert einfach nicht. Also, das ist hier, ne, das ist defekt. Das sieht man schon, dass das eben nicht funktioniert. So. Die muss komplett runter. Aber das ist wieder zu beheben. Da muss ich jetzt ein neues Teil. Werden wir gleich sehen. Achso. Die Achsmutter muss weg. Ja. Das Teil muss weg. Das hier ist nur ein Plastikring mit ganz wenig Metall drin. Das ist ganz, 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 ganz wenig Ich habe Metall schon gesehen, dass drin. ganz Weil viel ich, Plastik hier ne? am Fahrrad ist. Aber es war das Was teurere von uns beiden. hat sie gekostet? Würde mich interessieren. 55, 700? 500. Ah, die sind billig. Die sind billig geworden. Na, das ist kein Wunder. Konrad war mal teurer. Oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Guck mal, ganz wichtig, du musst herkommen. Scheiß auf Abstand hier. Gelbe Markierung da, gelbe Markierung Ja, da, das ist gelbe ja. Markierung da und gelbe Markierung Die da. habe ich eben schon gesehen und dachte, das hat bestimmt was zu Die bedeuten. müssen aufeinander. Ja, sehr gut. und da müssen sie natürlich halten. Wenn sie das nicht tun, dann ist das falsch. So, machen wir es mal anders. Jetzt hänge ich erstmal den hier aus. Den musst du hinterher wieder einhängen. Ja. Der nervt aber nur. So. Wenn das jetzt nicht funktioniert, da. Ah, okay. Also es So, ist ein ne? bisschen daneben, ne? Das oder ach Ne, nee, ist genau der drauf. Punkt ist da. Ja, Genau drauf und okay. da auch genau drauf. Ja, das sehe ich jetzt nicht. Da Aber das sehe ich, ja. musst du natürlich so bleiben. Dann Ja. nimmst du den, das ist ja eigentlich auch klar, Punkt, Punkt. Ja, das ist ja für Laien. Naja, so für Lego. Ja. Ah, Verriegeln. verriegeln. Das war's. Dann kann die eigentlich nicht mehr runter. Ja. Ach so, und So. das hängst du jetzt wieder hier unten Und rein. jetzt dreh ich den da rum. Ja. Das ist das, was viele ewig brauchen, um es zu Okay. kapieren. Den Da da rein. rein, dann hier oben lang. Ah, verstehe. Ziehen rein. Ja, das war das ganze Geheimnis. Jetzt wird alles wieder eingebaut. Ja, sehr gut. Ne? Und Einhängen, Schrauben dran. Stimmt's? genau. Das war's, ne? Den Ring hast du schon rangemacht eben, ne? Dieses Plastikring mit den gelben. Ja, genau. Das war ja Mit der dem mit dem gelben gelben Punkt, Punkt. ne? Ganz Ja, okay. genau. Grüner Punkt wäre sinnvoller, aber.
Sollst du ja nicht gleich nach dem Kopf wegwerfen. So, zack. Und du sagst, du hast YouTube-Videos so für sowas? Ja, für sowas und für alle anderen Kuriositäten, die hier so abgehen. In diesem Laden. Ja. Ja, 72 Stunden, ja, das kann man ja vor Langeweile nicht. Kann man mal ein YouTube-Video machen lassen. Ja, 1800 Stück oder so. Okay. Insgesamt. Aber so ist es. Mensch. Ja, und wenn du jetzt deswegen da zurückfährst, dann erzählen sie dir was. Nee, machen sie bestimmt. Hätten sie natürlich gemacht, wa? So, aber... Ja, dann kann, aber dann ich hätte es jetzt auch in der Schlüterstraße gekauft, dann hätte ich da erst hinfahren müssen. Aber in der Köpenicker ist ja auch einer, ne? Genau, in der Köpi ist genau. Ja, da kenne ich auch. Ja, ich wohne da um die Ecke. So, jetzt spannen, Kette spannen, erst hier auf der Seite. Mhm. Kurz anziehen. Ja. Dann die andere nochmal lösen, ein bisschen rüberdrücken hier. Siehst du, beim Rüberdrücken von der Felge spannt sich die Kette, ne? Ja, sehe ich. Und wenn du fester schraubst, dann spannt sich die. Nur beim Rüberdrücken dann festschrauben. Achso, ich muss das hier so den Reifen genau rüberdrücken. Okay, ja. Muss hier noch ein bisschen Öl ran an die Kette? Oder ist das so okay? Definitiv nicht. Nee, okay. Ist schon gut. Satt. Ach, satt am Fett. Ja, ist okay. Ja, so sah meine Finger auch eben aus. Ich habe schon ein bisschen gefummelt. Ja. Kriegst du schon gar nicht mehr sauber. Ich muss mir jetzt erstmal einen halben Tag einlenken. Und das hier, muss das da reingehangen werden? Nein, überhaupt nicht. Das hat damit nichts zu tun. Das ist, guck mal hier hinten, das ist aus. Guck mal hier hinten, guck noch mal um die Ecke. Da ist so ein Teil dran. Ja. Wenn man ein Schaltwerk ranbaut, für Kettenschaltung, dann da der Zug rein. Aber der Gegenhalter, der hier dran ist für Schaltwerkzug, ist hier der für Nabenschaltung. Genau. Das ist quasi so ein genormter Rahmen. Das damit ist ein man alles Rahmen für alle, genau. Also das scheint ja ein Haus- und Hofrad zu sein. Jetzt hängt man den Zug wieder ein. Ach ja, genau, die Bremse. Den Bremszug, genau. Ja. Guckt einmal, ob es bremst und nicht die ganze Zeit bremst, weil das ist ja hier der Fall. Zack. Zack. Die eine Seite zieht nicht gut. Nimmt man hier ein bisschen Spannung raus. Mein Gott, was habe ich denn da gekauft? Der war auch ein nicht, Fahrrad. Der war auch nicht nett, der Typ da. Also meiner ging, deiner war nicht so nett. Inspektion ist immer lästig. Aber diese Kunden, also, was bildet ihr euch denn ein? Ey, so. Ja. Die Inspektion ist ein neuer Rad. Ich meine, was war denn das für eine Inspektion? Ja, keine Ahnung. Wir haben das 100 Kilometer Inspektion. Nee, wir haben es letzte Woche Samstag gekauft. Und schon eine Inspektion? Und dann meinte ja, weil wir nächste Woche Samstag losfahren wollen. Ach so. Wir fahren bis Cuxhaven wollen wir fahren. So, hoch. Nordsee. Mit dem Rad? Jetzt hör auf. Ey, alle gut, nehmt Werkzeug mit, auf alle Fälle. Ja, nehmt Werkzeug den mit, Ersatzschläuche, das ist 15er. Für eine 50er? 15er. 50er. 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 Oh, mein der hat mein Onkel in meiner Tasche. Der so den Pferd in der Tasche. Ja. Für seine Bagger. Ersatzschläuche nehmt mit. Ich meine, nicht auf jedem Dorf gibt es einen Fahrradladen mehr. Ja, das stimmt. Weil jetzt gibt es ja zu viele große Fahrradläden. Die halt kaputt machen. Stadler macht alles platt. Ansonsten gab es das immer. Hast du in jedem Dorf einen Fahrradladen gehabt? War ja normal, war Hauptbewegungsmittel, Fortbewegungsmittel. So ein kleinen Krauter gab es immer irgendwo. Ja, kann man auch vermitteln. Und Kettenschloss auf alle Fälle mitnehmen, Minimum. Also sprich hier so ein paar Dinger, soweit. Falls die Kette doch mal reißt, wenn es die Kette ist. Mhm. Dann muss man das einfach da rein kloppen. Ne? Und natürlich, einer sollte auch Werkzeug bei haben. Also ja, ich habe so ein Multitool, wo man auch einen kleinen Kettenmieter dran hat. Also dieses sowas. In der das habe ich gekauft. Nur so ein Erweiterungsset, also im Grunde genommen mit noch Kettenmieter. Also das ist jetzt, was ich hier für die Kunden dann immer so aussehen. Okay, also müssen wir nochmal irgendwie... 15er Schlüssel. Ja, 15er ist ja da auch nie dran. Ne? Nee, aber den kann man ja noch kaufen. Und ist ja nicht das Problem. Ja. Das findest du auch noch auf dem Dorf. Ja, da nehmen wir ja irgendeine Handwerker. 15er Schlüssel ist genau. Aber eben so. Na, vielleicht müssen wir nicht laufen. Ja, das machen wir. So eine Schicht, ne? Guck mal, jetzt läuft das. So Spray gekauft. So, wie halt man das für den Schlauch? Oh Gott, naja, gut. Fritz, hilft. Ja, fürs Für die 5 Kilometer zum nächsten Dorf. Schnell, ja, ja, auf dem Land ist ja auch so, da hast du keine Glasscherben, die dich stören, sondern hast du Steine. Ja, manchmal Split, aber nicht bei neuen Reifen. Dornen sind viel schlimmer. Stimmt. Weil die kommen nämlich auch durch neue Reifen durch. Ah, okay. So, jetzt ist das ja eine 8-Gang, was? 7. Na, trotzdem Gang 4. 1, 2, 3, 4. Wenn jetzt in dem Gang muss die Einstellung stimmen. Dann hast du hier. Im vierten?
Genau. Sagst du das? Das hier, ich weiß nicht, siehst du das? Warte mal. Guck mal, die beiden gelben Linien. Ja. Die müssen eigentlich übereinander stehen, stehen sie nicht ganz, ne? Und deswegen klappert es bestimmt auch. Nee, so wenig macht das nicht, aber das ist ein Teil. Guck mal, wenn sie übereinander stehen. Oh, die haben ja kein Spiel drin gelassen. Wird nicht. Nee. Kann man nicht einstellen. Nee, haben sie. Nee, das machen wir jetzt dann nicht. Also das muss dann jetzt halt so gehen, tatsächlich. Da musst du durch. Ja, aber ist nicht so schlimm, oder? Oder ein ist hoch, das jetzt. Runter, jetzt? Nee. Nee. Jetzt? Nee. Siehst du? Also ganz ein bisschen mehr als beim vierten vielleicht. Oder ist es der vierte? Das ist der vierte jetzt auch. Ach so. Schalten wir mal zurück und guck, das muss übereinstimmen. Beim Neurad sollte das übereinstimmen. Das ist das erste, wo man bei der Inspektion drauf achtet. Ja, gerade bei so einem neuen Rad, weil da sieht man es ja noch. Da ist ja kein Dreck dran. Das ist ja fast schade, dass ich das mit den Fingern anfasse. Ja, wirklich. Ich hätte gerne eine Reinigung. Ja, ja, genau. Kannst du mal sagen. Ja. Ja. Ach, das, ich glaube, das ist jetzt so. Hier ist zu viel Spiel drin. Ja. Mensch, jetzt machst du hier meine Inspektion. Ja. Na, wirst du mal herkommen. Beim nächsten Mal. Das ist schon okay. Das ist ein bisschen wasch, aber vielleicht wolltest du es so, damit sie nicht über den Lenker fliegen, junge Frau. So wird das ja immer gesagt, gerne den Leuten verkauft, bloß um nicht einen Schraubenschlüssel anzusetzen. Ich weiß schon, wie ich bremse. Ich bin fahrlich zum ersten Mal. Ja, aber es gibt ja Leute, ja, die haben jetzt ja ein neues Fahrrad. Denken sie da dran. Dann fliegen über den Lenker. Sie fliehen über den Lenker. Das ist nicht mein einziges Fahrrad. So, im fünften spackt er rum, oder was? Ich glaube, das ist jetzt weg. Es ist einfach Handtuch gelegt und ist jetzt weg. Ja, glaube ich auch. Ich habe schon gesagt, genau, ich habe die ganze Zeit gesagt, da stimmt was nicht, zack, abgesprungen. Gut. Was kriegst du denn von mir? Naja, die du magst. Ja, was mache ich? Ist ja nicht mehr. So, jetzt haben wir aber, Mann, jetzt ist aber Feierabend hier. So, haben wir noch eine kleine Erklärrunde gemacht, wie funktioniert's? Gute Nacht, liebe Leute!